Ich bin Katharina Ohuntoy, Historikerin, Aktivistin und Projektmanagerin. Und vor 30 Jahren war ich dabei, als das erste Buch zu schwarzen Deutschen entstanden ist. Farbe bekennen, schwarze Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Ich heiße Carolyn Gammon, ich bin Kanadierin, ich bin 28 Jahre in Berlin schon ich bin Schriftstellerin und Aktivistin in der schwul-lesbischen Bewegung seit mehr als 30 Jahren, war schon in Kanada aktiv. In 1988 wurde der feministische Buchmesse in Montreal gehalten. Da haben sich die schwarzen Frauen, die Women of Color, protestiert, dass sozusagen wieder keine schwarzen Autorinnen eingeladen wurden. Und dann haben sie eine Gegenveranstaltung gemacht und haben zum Protest aufgerufen. Und ich erinnere mich noch, wie spannend das war, Audrey dabei zuzuschauen, wie sie versucht hat, also sie war total solidarisch und gleichzeitig hatte sie aber auch in der allgemeinen Frauenbewegung so einen Namen, dass sie auch natürlich trotzdem ihre Lesung gemacht hat, also da eine Diskussion anregen konnte und hat dann aber eine ganz tolle Veranstaltung auf der Gegenmesse gemacht. Wenn Katharine kennengelernt hat und dann hörte, sie hatte diesen Draht zu Audrey oder kannte sie, ich war total gethrillt, ja, weil das war meine Heldin von Büchern schon. Adrienne Rich und Audre Lorde waren mir sehr, sehr große Namen schon damals. Audrey ist ja nicht ganz 60 geworden, also ist kurz vor ihrem 60. dann gestorben. Und das war schon, glaube ich, auch so für die ganze Community, also ein Riesenschock. Und ich glaube, es hat fast 20 Jahre gedauert, würde ich sagen, dass wir uns davon erholt haben.